wunderbares Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein. Ich stehe hier vor der Laber Bergbahn und es geht jetzt hoch auf über 1600 Meter mit dieser wunderbaren Nostalgie-Seilbahn. Kommt mit, auf geht's! Kein Zurück mehr. 1600 Meter. Ich glaube, du hast mehr Angst als ich. Boah, ja, ein bisschen schon. So, da ist hier nämlich eine Nostalgie-Seilbahn aus den 50er Jahren. Warum filmst du mich eigentlich die ganze Zeit? Ja, weil. Weil man deine angsterfüllten Augen nicht sehen soll. Meine angsterfüllten Augen, ja, ganz genau. Also Nostalgie-Seilbahn aus den 50er Jahren, die einzige in Deutschland. Alles wird gut. Eine zweiseilige, egal, ich werde halt nachher drüber sprechen, einblenden, wie auch immer. Ich versuche mich mal ein kleines bisschen zu entspannen, also was eine Aufregung. Jetzt kannst du auf, kannst dich hier stellen. Oh. Uah. Boah, Alter. Schön. Boah, wir gehen aber ganz schön schnell. Ja, schaukelt auch ein bisschen. Deutlich besser vertragen. Der Ausblick ist toll, man muss sich ein bisschen ablenken. Da unten liegt das bezaubernde Oberammergau. Und gleich gibt es auch noch so einen kurzen Zwischenhalt, technisch bedingt, weil die Gondel, die da unten in der Talstation einfährt, auch noch wenden muss. Und dann hängen wir hier erstmal. Es wird auf jeden Fall merklich frischer. Da steht es auch nochmal. Dieser Stillstand ist betriebsbedingt. Schaukeln hier. Ich kann das nicht mehr. So, da oben sieht man schon die Bergstation. Mitten in den Wolken, 1600. Ach, ich weiß nicht, was verquetscht. Kann man nicht. Was war da? Ja, wir sind doch schon da. Ich weiß es nicht, weiß ich. Ich muss erst mal festen Boden mit meinen Füßen stehen. Schön! Oh! Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, hier ist auch noch ein Gleitschirm, Startplatz. 1680 Meter. Und das Ganze geht da vorne ab. Ich würde mir sowas von in die Hose machen. Das reicht mir jetzt schon. Ich weiß nicht, wie ich das als Kind verpackt habe, aber ich muss mich echt mal ein bisschen dran gewöhnen. Richtig, richtig weiche Knie. Das ist so wunderschön, aber das Geschaukel da oben, ich kann das nicht mehr. Ey. Boah. So, das Ganze wäre jetzt einfacher, wenn man irgendwie das Tal sehen würde. Und hier kann man den Abstieg nehmen. So, nur für Geübte, ein Steig. Nee, danke. Wir nehmen den familienfreundlichen Weg. 2,5 Stunden soll das Ganze gehen. Weiß ich nicht, 5 Kilometer circa. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Schritt und Tritt auf festem Boden. Und das Schöne ist, wenn man da noch irgendwie noch ein kleines bisschen Tal sehen könnte.
So, und jetzt reißen die Wolken auf und wir haben direkt einen ganz anderen Blick ins Tal. Doch, du möchtest. Nee, möchte ich nicht. Oh, und wie du möchtest. Jetzt aber los. Ja, barrierefrei und kinderwagentauglich. Also ich glaube auf jeden Fall familientauglich. Also jetzt, oh Wahnsinn. Das ist so ungewohnt, wir Flachland-Tiroler, wenn wir immer nur so die Halden kennen. Ne? Da sind 160 Meter schon hoch und hier hast du 1680 und da wabern die Wolken hier so langsam den Hang hinauf. Aber die Bilder, die sind wirklich einmalig hier. Und jetzt weißt du auch, dass die paar Kilometer Abstieg hier auch ein kleines bisschen länger dauern. Ne? Sonst bist du immer so flott unterwegs und hier musst du wirklich auch mal jeden Tritt vorsichtig setzen. Und die haben hier wirklich ein ganz anderes Niveau, dass das hier voll easy ist. Jo, das fordert mir schon einiges, verlangt schon einiges von mir ab. Ganz schön viele Viecher hier. Eigentlich kann man die Kamera hier laufen lassen. Wahnsinn. So, der Boden ist von dem ganzen Regen natürlich enorm aufgeweicht. Man rutscht immer wieder weg. Sinkt ein bisschen ein. Unfassbar geil. Schon wieder alles vergessen von der Seilbahn. Aber dieses, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Was ist mit euch? Habt ihr Probleme mit der Höhe oder mit engen Räumen? Seilbahn oder so? Ich habe ja die Tour mit dem Jürgen von der Wanderwegewelt unter Tage gemacht. Im Erbstollen von Sprockhövel. Da geht es dann auch 600-700 Meter in den Berg rein. Eher so gebückte Haltung, ganz enger Entwässerungsstollen. Da hätte ich nach 50 Meter auch schon wieder umdrehen können. Was mir wesentlich einfacher fiel, war da mit den Wanderverliebten die Münchner Brücke hoch. Da habe ich auch mich im Vorfeld wahnsinnig, habe ich mir da den Kopf zerbrochen. Und hier war so ein bisschen die Challenge, war Gondel, ne? Und ich habe einige, da ist ein See unten, ich habe einige Dokus gesehen, wie so Dinger gewartet werden, gerade diese Gondel hier. Und habe die Fahrten zigmal virtuell begleitet. Und das persönlich nochmal zu erleben, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, wir genießen jetzt erstmal diesen wunderbaren Weg. Da kommen schon die nächsten Wanderer. Und hier diese Ausblicke, das ist unbeschreiblich, wirklich magisch. So, die Ausblicke sind hier wirklich umwerfend. Und gerade auch eine Familie gesehen, mit Kind im Rucksack. Wir haben auch gesagt, also wenn das familientauglich ist, dann ist hier definitiv eine andere Messlatte, muss man sagen. Und der Weg ist hier schon als entspannt ausgeschrieben. Da will ich gar nicht diesen schwierigen Steig sehen. Also, wir setzen mal einen Fuß vor dem anderen. Also muss man aufpassen, viele Wurzelpfade. Ne, ich glaube, Mountainbiker, die kommen hier auch nicht hoch. Aber wie unterschiedlich das ist, an jeder Ecke sieht es anders aus. Guckt euch das an. Glaubt er nicht. Wir laufen hier vorsichtig Schritt für Schritt runter. Kommt hier einer mit zwei Stöckern in der Hand und joggt den Berg hoch. Hier kannst du auch einen Berglauf machen. Aber da bringst du dich ja um. So, da unten ist übrigens der Säulersee, der gerne mal im Sommer ausgetrocknet ist. Aber Wasser hatten wir jetzt ja nur genug. Jetzt guckt euch das an hier. Thank you.
So, und weiter geht's schon auf normalen Waldwegen. Herrlich grün, wunderschön. Und unter uns der Säulersee. Gerade mal kurzes Päuschen gemacht, Kleinigkeit getrunken. Und ansonsten kann man sich mal wieder nicht satt sehen hier. Wahnsinn. Das wäre wieder was für die Wanderverliebten. Ich glaube, die würden da drunter durch. Da steht's. Genau. Säulersee, 1398 Meter. Ja, tatsächlich. Ja, totaler Insta-Spot irgendwie, oder? So, ihr Lieben, wir sind jetzt eine ganze Zeit über Geröll und Gestein gelaufen. Schritt für Schritt. Mein Gott, sind hier viele Viecher. Donnerwetter. Und sind jetzt genau 3,34 Kilometer unterwegs. Wir haben 1203 Höhenmeter, anderthalb Stunde gelaufen. Da fliege, mein Gott. Also, man kommt deutlich, deutlich langsamer voran. Als bei uns zu Hause in der Haldenlandschaft. Ich werde hier überfallen von Fliegen. Donnerwetter. Das ist doch wirklich herrlich zu sehen, wie abwechslungsreich dieser Weg jetzt bisher war. Nur ganz kurze Passagen. Auch so Wanderautobahnen. Man hätte sicherlich auch wahrscheinlich die größeren, breiteren Wege nehmen können. Aber wir haben jetzt mal bewusst den Original-Track genommen, der auch hier von der Tourismusinformation empfohlen wird. Ja, jetzt genießen wir noch die letzten paar Meter und dann sind wir, glaube ich, auch schon wieder an der Talstation. Wow, hier geht es nochmal richtig steil runter. Und da vorne sind sowieso kleine Kaskaden, wo der Bach runterstürzt. Also wenn man den Weg jetzt tatsächlich hier aufsteigen will und runter mit der Bergbahn, dann geht es direkt in die Vollen, volle Pulle. Und ich erinnere noch mal an die Familie, eine junge Familie, Mutter, Vater, Kind und der Ulligen hinten in so einem Rucksack drin. Die waren seit 3 Stunden, wie gesagt, unterwegs und er sagte schon, viel Spaß beim Abstieg, das geht tüchtig in die Oberschenkel und genau so ist das. Ich habe selten so einen anstrengenden Abstieg erlebt. Ich habe butterweiche Beine, so die Oberschenkel, Knie jetzt weniger. Alter! Junge, bleib lieber stehen. Also, das ist tüchtig anstrengend. Soll man nicht unterschätzen, obwohl das hier eher eine familienfreundliche, leichte Strecke ist. So, das ist nochmal die große Leine. Ein kleiner Zufluss der Ammer. Wir haben gestern schon kurz im Regen einmal hierher spaziert, beziehungsweise ein Stückchen weiter unten. Ja, das soll ja eigentlich ein kleiner Bach sein. Und ihr seht ja und hört ja auch, wie viel Wasser hier gerade geführt wird. Wahnsinn!
Ach, ist das schön. Da ist die Familie wieder, die wir vorhin beim Aufstieg getroffen haben, beziehungsweise wir beim Abstieg. Wir sind jetzt wieder hier unten an der Talstation angekommen. Wir haben es endlich geschafft. Es sind tatsächlich 6,5 Kilometer und sind unterwegs 2,5 Stunden. Das war eine wirklich, siehst du, da geht's wieder hoch. Das war eine wirklich super abwechslungsreiche Tour. Hat mega viel Spaß gemacht. Kann ich euch nur empfehlen, hier mal mit der Laberbergbahn zu fahren. Ein echtes Erlebnis. So, da gehen sie dahin. Alles Gute und tschüss, ihr Lieben. Das war herrlich. So, und für uns ist jetzt erstmal Schluss für heute. Wir schauen mal, ob wir uns hier einen ordentlichen Leberkäs-Semmel oder Weißwürstel holen. Auf jeden Fall ein Bier, gut. Und lassen den Tag dann hinterher mal ausklingen. Das war schon mal ein ganz anderes Feeling als der ekelhafte Dauerregen die Tage. So macht das wirklich Spaß und sieht direkt ganz anders aus. Hat mega viel Spaß gemacht, aber ich habe richtig Respekt vor der Laberbergbahn. Ich habe mich da ein bisschen unwohl gefühlt. Okay, ihr Lieben, bis bald, bleibt dran, euer Schrömi von Fortananda aus Oberammergau.